beim letzten Mal haben wir uns den Feder Cup vorgenommen mit Daisy. Heute, ich glaube, wir haben noch gar keinen Cooperling genommen. Nehmen wir einfach mal Roy mit dem Cool Cabrio, wenn ich das jetzt finde. Hier, das war das. Nee, Flügelraser. Komm, dann nehmen wir den Flügelraser mit den weißen Rallye-Reifen und dem Segelflieger. Und dann machen wir uns auf in den Doppelkirschen Cup. Und nun haben wir hier Los Angeles Strandpartie. Auch natürlich eine Tour-Startstrecke, wie so oft. Allerdings hat sie eine kleine Veränderung bekommen, denn in der Tour-Version hat diese Strecke bei Sonnenuntergang gespielt, beziehungsweise bei spätem Nachmittag. Mittlerweile ist es hier Tag geworden, leider. Ich finde es immer schade, wenn bei Strecken die Tageszeit verändert wird. Werde ich auch noch bei einer anderen Strecke zu kommen. Dann haben wir hier die Passage am Strand, die ein bisschen, ja, ohne richtiges Hindernis wird. Und ich habe es jetzt nicht gezeigt, aber vielleicht kommen wir im 200er Hubraum mal dazu, uns den Strand mal genauer anzuschauen, denn was sich im Wasser befindet, das ist, ja, etwas abartig, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf. Weil, wobei ich will gar nichts dazu sagen, denn man hat den Strand etwas verschandelt, zumindest ab dem Wasserbereich. Hier haben wir so eine kleine Abkürzung und ich finde generell, was die Strecke für ein Problem hat, ist, dass sie für 200 CCM einfach nicht ausgelegt ist. Für 150, okay, kann man ja machen, wenn man sich jetzt beim Fahren nicht so doof anstellt wie ich. Kann man machen. Aber generell sage ich jetzt mal bei. Was hast denn du für ein Problem, Baby Luigi? Kann man auch mal ganz schnell in die Bande geraten. Das ist halt in 270 so dieses ganz große Problem. Und jetzt kommen wir jetzt zum Inglewood Ölfeld. Frag mich zwar, wie das jetzt hier in der Los Angeles gelandet ist, aber. Naja, ich glaube, das war sogar in Version 3, wenn ich mich richtig erinnere. Dann haben wir hier noch eine Flugpassage, wo du auch noch ein Item mitnehmen kannst. Aber generell passiert auf dieser Strecke halt ziemlich wenig. Hier haben wir wieder so einen Mischmasch aus Mobile-Map-Palmen und ziemlich viel Gras. Abkürzungen gibt es natürlich auch ein paar, auch wenn es nicht so viele sind. Und da haben wir es dann auch schon geschafft. Ziemlich herausfordernd war das jetzt nicht. Deswegen finde ich, dass Los Angeles auch eine der etwas schwächeren Strecken hinsichtlich der Mario-Kart-Tour-Stadtstrecken ist. Machen wir weiter mit der Sonnenuntergangswüste, wobei eigentlich müssen wir bei dem Streckennamen Sonnenuntergang streichen, denn es ist einfach nur noch die Wüste. Die Strecke hat keinen Sonnenuntergang mehr. Was zur Hölle? Was hat Nintendo da geritten? Was? Wieso? Weil ich kann dafür kein Verständnis zeigen. Klar ist die Strecke jetzt relativ aufgemotzt worden, aber warum konnte man nicht die Skybox einfach so ändern, dass es dann, je länger man auf dieser Strecke fährt, dass es dann immer später wird, dass es dann irgendwann nachher ist. Ich finde ein bisschen schade, denn auch Modder haben mindestens 24 Stunden nach dem X-Fan Welle 5 gezeigt, wie einfach es ist, die Skybox in Mario Kart 8 Deluxe zu ändern. Und das, finde ich, macht es ja noch komischer, dass sie die Skybox nicht geändert haben. Weil, nächster Punkt, Mario Kart Tour. Ja, richtig, das Handyspiel, das Mobile-Spiel, kann das. Da gibt es den Sonnenuntergang, komischerweise. Aber hier nicht? Warum? Und bevor ich es vergesse, was ist das für ein Schlamm? Der Schlamm ist relativ hässlich. Aber kommen wir auch mal zu den positiven Sachen. Es ist
eigentlich gar nicht mal so viel, was ich da zu dieser Strecke sagen kann. Im Vergleich zum Super Circuit Original wurden mal wieder ziemlich viele Kurven rausgenommen, aber es wurde ein bisschen mehr Vertikalität reingebracht, auch wenn es gar nicht so viel ist. Also es ist eigentlich nur diese Hüpframpe und die letzte Kurve, mehr ist es eigentlich, was da vertikal gemacht wurde. Die Zeltpassage ist ein bisschen lebendiger gemacht worden, weil in Mario Kart Super Circuit waren die Zelte ja direkt auf der Strecke. Und mittlerweile sind die Zelte an der Seite und die Abenteuergeist tanzen auf der Strecke. Und generell finde ich, dass die Strecke ein bisschen abgeschwächt wurde, eigentlich ziemlich abgeschwächt wurde. Und wenn ich sogar mit dem Schneeland aus Welle 2 vergleichen müsste, würde ich sogar sagen, dass das Schneeland deutlich besser ist als die Sonnenuntergangswüste. Tut mir leid, aber es ist so. Das Koopa Cap war sowohl in Mario Kart Wii als auch in Mario Kart 7 eine heiß gehypte Strecke und auch sehr gerne gemocht von vielen Fans. Kann die Strecke also auch in Mario Kart 8 Deluxe überzeugen? Und ich finde, teilweise kann sie es. Aber halt nur teilweise, weil wir sind mittlerweile in Welle 5 angelangt und wir haben trotzdem noch diese hässliche, helle Gesteinsschicht. Mir gefällt das nicht. Ich komme damit einfach nicht klar, dass das nicht so aussieht, wie ich es mir gar nicht vorstelle, weil... Weil wir haben es ja sogar schon an anderen Strecken gesehen, wie gut Gestein aussehen kann. Eine First Card trägt genau dasselbe Problem mit sich, aber das ist keine Entschuldigung dafür, dass es eine Welle 5 Strecke ist. Wir sind mittlerweile der vorletzten Welle angelangt. Und wir haben immer noch so gravierende Probleme mit der Grafik. Meistens, ab und zu mal. Ansonsten hat sich eigentlich kaum was geändert im Vergleich zu den anderen Varianten. Hier die Rampe gab es eigentlich auch schon auf der Wii. Die Halfpipe wurde gelassen. Dafür wurde hier aber die Flugpassage des Mario Kart 7 wieder entfernt, was ich ein bisschen schade finde, weil der Shortcut hier war eigentlich immer ganz interessant, aber ich könnte mir nicht vorstellen, warum der rausgenommen wurde, weil die Flug-Engine ist halt im Mario Kart 8 Deluxe ein bisschen anders als im Mario Kart 7. Denn das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum generell manche Passagen etwas abgeändert wurden in den DLC-Strecken, weil die Flug-Engine halt viel statischer und unbewegbarer ist als im Vorgänger auf dem 3DS. Aber naja, die höheren Passage hat jetzt auch wieder ihren eigenen Soundtrack bekommen. Leider finde ich, ist sie jetzt komplett entschädigt worden, komplett ohne Hindernis gelassen. Weil es gibt weder die Cheap Cheats aus Mario Kart 7 noch die Elektroräder aus Mario Kart Wii. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich anstelle davon nachfällt. Aber sonst ist halt nichts. Jetzt, was daraus eine Anti-Gravity-Passage gemacht wurde, ist natürlich auch cool gemacht. Aber trotzdem ist die Gravity-Passage für mich verschenktes Potenzial. Ich hoffe jetzt, dass ich auch vor dem Gravity-Passage ins Ziel komme. Bitte, nein! Fahr! Bitte fahr, komm, nein! Ja, okay. Wir konnten Baby Mario uns vom Hals hetzen. Das war ziemlich wichtig. Abschließend fahren wir auch hier nochmal eine dritte Mario Kart Tour Stadtstrecke ab. Und wir bekommen mal wieder einen weiteren Trip nach Nordamerika. Diesmal in den Norden, also den wirklichen Norden von Nordamerika, nämlich nach Kanada, nach Vancouver. Ja, ich finde, dass Vancouver wahrscheinlich, ich war noch nie in Vancouver, aber ich kann mir Vancouver echt gut vorstellen als einer
schöne Stadt, die vor allem im Winter richtig glänzt. Also ich denke mal vor allem an Weihnachten oder wie es bei denen heißt, ich glaub, Christmas. Wenn ich sage, andere Namen haben, dann geht nicht. Ich denke mal, dass auch da Christmas heißt. Ey, das ist so lächerlich, dass man, das sollte man wieder wegpatchen. Ich meine, das wäre vorher nicht so gewesen, dass man trotz drei Item-Barriere von Bananen getroffen, oder von Bananen oder Panzern getroffen werden kann. Das finde ich ja absolut lächerlich. Naja, wie gesagt, also, ich denke mal, dass so eine Strecke vor allem im Winter ziemlich glänzen kann. Und die Mario-Kart-Tour-Strecke tut es in dem Sinne auch. Boah. Die haben jetzt ein bisschen zu spät genommen. Jetzt bekommen wir mal einen kleinen Abstecher im Park, der auch ein bisschen Abwechslung reinbringt. Finde ich auch ganz cool hier in den See, da sollte man natürlich nicht reinfahren. Und dann geht es hier gleich in ein Eishockey-Stadion. Hier sieht man schon, das wird auch noch eine etwas zentralere Rolle spielen. Das ist ja quasi wie das Football Stadium in Los Angeles, nur halt etwas hervorgehoben war. Und wie ihr schon seht, können wir auch noch ein zweites Mal durch die Arena fahren. Hier an den Seiten kann man noch ein bisschen abkürzen. Und nun geht es in die dritte Runde. Ich hoffe jetzt mal trotzdem noch mit einem ersten Platz, bitte. Ich will zumindest noch zum Abschluss von Welle 5 mit 3 Sternen ran einfahren. Bitte. Okay, dann kann ich eigentlich sowieso schon wegschmeißen, weil die Spiel. Was? Was? Nein! Bitte nicht! Nein! Wo kommen die denn her? Oh nee, das sieht jetzt kritisch aus. Jetzt keine Chance. Und tatsächlich haben wir es mal wieder nicht hingekriegt, 3 Sterne zu holen. Na super, aber na gut, dann haben wir zumindest den Goldpokal noch dingfest gemacht. Es war eine relativ okay Leistung mit dem ersten Koopaling mit Roy. Zu den Koopalingen werde ich aber zu einem anderen Zeitpunkt noch etwas sagen. Zum Schluss noch mein Fazit zu Welle 5. Welle 5 hat noch ein paar Makel drin, hat wahrscheinlich sogar ein paar technische Defekte auch noch drin. Ich denke mal, das ist aber mehr geschuldet, weil man halt nicht so viel Zeit zwischen Welle 4 und Welle 5 hatte. Es waren nicht mal 4 Monate. Und ich denke mal, das hat sich dann auch in den Strecken an sich wieder gespielt. Ich hoffe, dass es mit Welle 6 ein bisschen besser wird, die ja dann morgen rauskommen wird. Ich hoffe, es hat euch dann gefallen, das Video. Lasst ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr Welle 6 dann auch nicht verpassen wollt. Ich werde da auch meine Live-Reaction draufsetzen, denn da werde ich dann die Strecke noch nicht gefahren haben. Dann sehen wir uns im Eichel Cup. Bis dann und ciao.